Also mein Name ist Lara, ich bin 19 Jahre alt und habe jetzt gerade mein Abitur auf dem EG in Waldshut bestanden. Ich hatte im April vier schriftliche Prüfungen in Mathe, in Ernährung und Chemie, in Wirtschaft und in Deutsch. Und gestern hatte ich meine letzte, die fünfte, die mündliche Prüfung im Fach Biologie über das Thema Fructose-Malabsorption. Jetzt komme ich einfach kurz darauf zu sprechen, wie diese mündliche Prüfung abläuft. Es ist so, ihr sucht euch ein Fach erstmal aus, in welches ihr geprüft werden wollt, und reicht dann dem Lehrer vier Themen ein mit einer kurzen Gliederung, welche ihr dann bearbeiten möchtet. Also sucht euch keine Themen aus, die ihr nicht möchtet. Und wenn ihr dann Noten für die schriftliche Prüfung bekommt, dann wird euch auch das mündliche Thema mitgeteilt von dem Zweitkorrektor. Der darf das dann aussuchen. Und dann ist es so, dass ihr eine Woche Zeit habt, für die Prüfung vorzubereiten. Die Prüfung an sich ist ein Vortrag von 10 Minuten von eurer Präsentation. Sollte nicht kürzer sein, aber auch nicht länger. Also dann so nicht länger als eine halbe Minute überziehen und auch nicht wesentlich kürzer gestalten, weil da sind die Korrekturen dann schon genau. Dann anschließend nach der Präsentation ist dann eine 10-minütige Befragung, also das Ganze dauert dann 20 Minuten, wo die Fremdprüfer oder auch die Lehrerin Fragen zu der Präsentation stellt, aber es könnte auch noch weiter hinausgehen, was mit deinem Thema zu tun hat, wo du in den letzten Jahren im Bio dann zum Beispiel hattest. Bei mir war es jetzt so, es war ein Fremdprüfer da, meine Biolehrerin und eine Protokollantin. Also drei Lehrer, die vor mir saßen und mir zugehört haben. War aber gar nicht schlimm, also die Zeit geht schneller rum, als man denkt. Echt keinen Stress davor machen. Genau. Dann, meine Präsentation hat ziemlich genau 10 Minuten auch gedauert. Bisschen länger, 10 Sekunden glaube ich. Hat aber alles gut gepasst. Die Befragung an sich war auch relativ gut. Sie haben eigentlich meistens nur noch mal gewollt, dass ich noch mal was zum Verständnis erkläre von der Präsentation und wollten raushören, dass ich selber das Thema verstanden habe und nicht nur von den Karteikarten ablese oder so. Und bei Fructose musste ich dann noch erklären, wie diese Gase im Bauch zum Beispiel entstehen. Ja, wenn man es in der Antwort nicht weiß, dann redet einfach drum rum und versucht eben die Antwort so gut es geht zu treffen. Dann wurde ich nochmal ausgefragt wegen den Lebensmitteln, also wo Fructose überall enthalten ist und was jetzt, ich habe auch in der Präsentation erwähne ich auch, dass zum Beispiel Bier Fructose enthält und dann wollten sie auch wissen, warum. Also dann so, wenn man so außergewöhnliche Sachen in der Präsentation hat, dass man dann eben die noch erklären kann. Und ja, dann auf jeden Fall, wenn man Wörter benutzt, die man in der Umgangssprache sonst nicht verwendet, dann auf jeden Fall die auch erklären können. Also zum Beispiel Fermentation, Umwandlung von anorganischen in organischen Substanzen, sowas. Ja. Ja. Das war's eigentlich. Und zum Schluss hatte ich ja eben noch dort dieses, ich sag mal so ein kleines Mitbringsel den Lehrern gemacht, weil eben die Traubenzucker hilft eben Fructoseaufnahme und dann habe ich ein kleines Giveaway gemacht für die Lehrer, damit sie so eine Notfallration von Traubenzucker haben. Und jetzt möchte ich an euch noch meine Präsentation vorstellen, die ich eben dann gestern hatte, um euch einfach zu verdeutlichen, wie sowas dann aussehen könnte. Ich habe jetzt auch verschiedene Medien benutzt, also ist auch ganz gut, wenn man zum Beispiel PowerPoint macht, dann noch ein bisschen hier die Tafel mit einbezieht oder eben diesen Knochenmandat, genau, und so ein Tafelbild so aufzubauen, so ein Stellbild ist eigentlich auch immer ganz gut. Also überlegt euch da was Kreatives und viel Spaß bei meiner Präsentation. Essen, eines der wichtigsten Bedürfnisse des Menschen, dient natürlich der Nahrungsaufnahme, damit unser Stoffwechsel funktionieren kann. Essen geht aber auch weit darüber hinaus.
Es hat eine überaus wichtige Funktion im gesellschaftlichen Leben und bedeutet Genuss, Wohlfühlen und Lebensfreude. Leider kann es schon für viele Menschen nach 30 Minuten problematisch werden. Hektisch suchen sie dann nach einer Toilette und müssen sich das Essen nochmals durch den Kopf gehen lassen oder es kommt sogar zu durchfallartiger Entleerung des Darms. Guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Fructose-Malabsorption. Mein Name ist Lara Schüler und ich möchte Ihnen zunächst allgemeine Informationen über Fructose nennen, dann die Fructose-Malabsorption erläutern und zum Schluss auf die Behandlung Betroffener eingehen. Den Namen Fructose leitete William Allen Miller 1857 vom lateinischen Wort Fructus für Frucht und der Endung -ose für Kohlenhydrate ab. In der Umgangssprache wird Fructose auch Fruchtzucker genannt. Fructose ist ein Kohlenhydrat und besteht aus 6 Kohlenstoffatomen und eine Ketogruppe am 2. Kohlenstoffatom. Fructose bildet wasserlösliche, farblose Kristalle. Unser Haushaltszucker Saccharose ist ein Disaccharid und hat eine 1,2 glykosidische Verbindung aus Glucose und Fructose. Fructose kommt in Nahrungsmitteln wie Honig, Obst, Kompotten und Marmeladen sowie in Dörrobst, in Fruchtsäften, aber auch in Gemüsen und Sauerkraut, aber auch sogar im Bier vor. Für den menschlichen Organismus ist Glucose das wichtigste Monosaccharid und der wichtigste Energielieferant. Es wird in den Körperzellen zur Energiegewinnung genutzt, damit alle Stoffwechselvorgänge ablaufen können. Fructose wird in der Glykolyse verstoffwechselt und kann zum Aufbau von Glucose durch die Gluconeogenese im Hungerstoffwechsel verwendet werden. Fructose-Malabsorption bezeichnet die verminderte Fähigkeit, Fructose aus der Nahrung aufzunehmen. Laut Angaben der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung leiden ungefähr 1/3 der deutschen Bevölkerung an einer Fructose-Malabsorption, wobei nur etwa die Hälfte auch Beschwerden hat. Im Dünndarm wird dem Speisebrei Glucose und Fructose entzogen und ins Blut aufgenommen. Glucose wird aktiv, schnell und unter Energieverbrauch ins Blut aufgenommen. Fructose folgt passiv, osmotisch und ohne Energieaufwand nach. Das Fructose-Transportprotein GLUT5 ermöglicht den Durchtritt von Fructose durch die Zellmembran der Darmschleimhaut in die Darmzelle und von dort wird die Fructose weiter mit Hilfe des GLUT2-Transporters ins Blut befördert. GLUT5 ist somit ein Membranprotein, wird aber fälschlicherweise als Glukosetransporter bezeichnet. Bei Betroffenen liegen zu wenig Transportproteine vor, deren Leistungsfähigkeit zudem noch vermindert ist. Außerdem kann es sein, dass den Speisebrei, den Dünndarm so schnell passiert, dass die Fructose gar nicht erst aufgenommen werden kann. Die im Dickdarm vorhandenen Bakterien nehmen die restliche Fructose dann auf und verstoffwechseln diese zu den Gasen Wasserstoff und Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Diese sind für die entstehenden Blähungen verantwortlich. Da mehr Gase mehr Volumen beanspruchen, führt dies zu einem quälenden Blähbauch und zu Magenschmerzen. Außerdem entstehen kurzkettige Fettsäuren, die zu Durchfall führen. Zudem können Betroffene unter Übelkeit, extremer Müdigkeit, einem schwachen Immunsystem, aber auch unter Antriebslosigkeit bis hin zu Depressionen und Stimmungsschwankungen leiden. Betroffene reagieren sehr unterschiedlich auf die Aufnahme von Fructose. Die Beschwerden sind meist von der aufgenommenen Menge abhängig und können sofort nach dem Essen oder Stunden oder sogar erst Tage später auftreten. Außerdem reagiert der Körper nicht immer gleich auf das gleiche Lebensmittel. Klarheit verschafft hier ein vom Arzt durchgeführter H2-Atemtest. Der Test muss nüchtern durchgeführt werden. Zunächst wird der Grundwert der ausgeatmeten Luft gemessen und anschließend trinkt der Patient eine fruchtkonzentrierte Fruchtzuckerlösung. Innerhalb der nächsten 120 Minuten wird dann in 30-minütigen Zeitabständen der Wasserstoffgehalt in der ausgeatmeten Luft gemessen. Dieser entsteht durch die Bakterien im Darm. Je mehr Gase produziert werden und ausgeatmet werden, desto eher liegt also eine Malabsorption vor.
Fructose-Malabsorption ist weder heilbar, noch können die Ursachen behoben werden. Aber durch eine fructosearme Ernährung können die Beschwerden der Krankheit gelindert werden. Bei positiven Tests ist es deshalb ratsam, eine Ernährungsberatung mit wöchentlichen Sitzungen aufzusuchen, da der Betroffene aktiv selbst mitarbeiten muss. Dort wird zunächst ein individueller Ernährungsplan in 3 Phasen erstellt. Ziel der ersten Phase ist es, die Beschwerden so gut es geht zu reduzieren. Dies soll durch eine fructosearme Kost erreicht werden und soll maximal 2 Wochen dauern. Zudem sollte die Aufnahme des Zuckeraustauschstoffs Sorbit vermieden werden. Da dieser die Transportkapazität des Blut-5-Transporters völlig blockiert, werden die schon vorhandenen Beschwerden nur noch verschlimmert. Falls dann noch weiterhin Beschwerden auftreten, muss geklärt werden, ob weitere Unverträglichkeiten wie Histamin, Laktose oder sogar Gluten bestehen. In der zweiten Phase ist das Ziel, die Lebensmittelauswahl zu erweitern, auf die Kombination der Lebensmittel zu achten und nach die ausgelassenen fructosehaltigen Lebensmittel aufzunehmen, um die individuelle Fructoseverträglichkeit herauszufinden. Diese Phase dauert bis zu 6 Wochen. Hilfreich hierbei ist es, ein Ernährungstagebuch zu führen, in dem aufgeschrieben wird, was, wann, das eigene Wohlbefinden sowie die Beschwerden. Damit ist oftmals gut ersichtlich, in welcher Menge die fructosehaltigen Lebensmittel gut vertragen werden. Die dritte Phase umfasst die Dauerernährung. Zum einen ist das Ziel, den Bedarf an Nähr- und Mineralstoffen, an Spurenelementen und Vitaminen mit den bisher ausgetesteten Lebensmitteln zu decken und zum anderen die Menge an Fruchtzucker zu essen, die ohne Probleme vertragen wird. Bei der Verträglichkeit von Fructose muss das Verhältnis von Fructose zu Glucose geachtet werden. Dabei ist es 1:1. Deshalb ist unser Haushaltszucker Saccharose auch unproblematisch. Lebensmittel, die mehr Fructose als Glucose haben, sind deshalb schlecht verträglich. Je mehr Fructose das Lebensmittel hat, desto unverträglicher ist es also für den menschlichen Organismus. Reine Fructose ist doppelt so süß wie reine Glucose. Deshalb ist Fructose-Glucose-Sirup ein beliebter, nicht wegzudenkender Zusatzstoff in nahezu jedem industriell hergestellten Lebensmittel. Auch enthalten viele zuckerfreie Produkte wie Kaugummis Fructose. Deshalb muss immer die Zutatenliste genau beachtet werden. Hier in der Tabelle ist das freie Verhältnis von Fructose zu Glucose gut ersichtlich von den verschiedenen Lebensmitteln, sowie die Fructose-Glucose-Relation. Hier kann man sehr gut erkennen, dass zum Beispiel Honig einen sehr hohen Fructoseanteil hat, Äpfel auch, aber zum Beispiel die Aprikose hat einen deutlich höheren Glucosegehalt und ist somit besser verträglich für den menschlichen Organismus. Trotz allem sollte nicht völlig auf Fructose verzichtet werden, da ansonsten das Glut-5-Transportprotein gar nicht mehr arbeitet und es so zu einer noch größeren Empfindlichkeit gegenüber Fructose kommt. Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die Betroffene auf jeden Fall ausprobieren sollten. Die App All I Can Eat zeigt den Fructosegehalt und hilft so bei der Auswahl. Da nicht jeder Betroffene auf die einzelnen Lebensmittel gleich reagiert, ist es auch möglich, die Liste der eigenen Verträglichkeit anzupassen. Die gleichzeitige Zufuhr von Glucose unterstützt die Fructoseresorption, da Glucose die Restaktivität des Transporters Blut-5 verbessert. Deshalb kann es hilfreich sein, auch reine Glucose in Form von Traubenzucker zur Mahlzeit hinzuzufügen. Ebenso anregend ist die Aufnahme von Milchprodukten. Und um zu verhindern, dass der Speisebrei den Dünndarm zu schnell passiert, kann eine fett- und proteinreiche Ernährung hilfreich sein. Auch nach meinem Vortrag ist Essen immer noch eines der wichtigsten Bedürfnisse des Menschen. Durch diese Krankheit sollte also weder Genuss noch Wohlfühlen oder Lebensfreude verloren gehen. Und ich wünsche jedem Betroffenen, dass er seinen eigenen individuellen Ernährungsplan findet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.